Glas und Holz, genau, das wollte ich mir holen. Und Holz. Oh, Neumond. Ich bin gerade ein bisschen... Oh lol, wir haben kein Hühnchen mehr. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Na gut, so viel sollte ich vielleicht nicht mitnehmen. Weil ich noch ein bisschen Inventarplatz brauche. Und den Sand kann ich hier wieder reinschmeißen. So. Ich glaube, ich gehe unterirdisch zu meiner Baustelle. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich. Ach, mir fällt gerade ein, ich brauche noch Schuhe. Oder? Ja, Schuhe waren's. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich da zwei Schienen ausgemacht habe, gerade oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Doch zuerst esse ich eine Stulle. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie mehr essen als vorher. Also Sprungrennen, weiß ich, hat schon immer viel Nahrung verbraucht, aber das verbraucht jetzt ja extrem viel. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so viel war, was es vorher verbraucht hat. Ein Hungerpunkt. Anderthalb. Zwei. Sorry, aber so viel war das vorher doch nicht. Also ich meine, ich habe keine Nahrungsprobleme. Ich habe ja viel Nahrung, aber... Das ist trotzdem irgendwo erschreckend, dass es so viel ist, was es verbraucht. Also mit Sprungrennen habe ich niemals 500 Hungerpunkte von zu Hause bis in die Wüste verbraucht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich sollte vielleicht auch das Holz hier unten reinlegen. Und unseren Unterwasserhelm nutzen. Also das hier ist 1, 2, 3, 4. Kann echt nicht mit Shader unter Wasser bauen, ne? Off. Oh, mal kurz auftauchen, bevor es zu knapp wird. Und wieder runter. Beziehungsweise... Nee. Passt schon so. 1, 2, 3, 4. Genau, hier muss es hin. Na toll. Und wieder runter. Wieder abbauen.
Ey, versammeln sich jetzt die ganzen Untoten hier, oder was? Und es soll Decke und Boden sollen 5 Felder weit sein. Und Boden sollen 5 Felder weit sein und die Wände dann eben hier außen. Luft holen und wieder runter. Und so geht's jetzt bis zu der Alpha-Welt. Upsala. Beziehungsweise erstmal bis hier vor, bis wir diesen Berg wieder schneiden, den Unterwasserhügel. Und dann geh mir aus dem Weg. So, dann verlegen wir jetzt da das Holzding. Dann kommt da außen rum der Glaskasten. Ups. Ach, schon wieder Scheiße gebaut. Das soll dann nicht sein. Und eigentlich ist die Reihe Holz auch schon wieder falsch, weil die muss ja eins runter. Oder nee? Nee, gar nicht, die ist richtig. Was ist das denn, Bewerb? Ich meine, in jeder Gemeinde hört sich der Song of Prayer aus Final Fantasy X ja anders an. Oh, scheiße, ich habe kein Holz mehr. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Glas setzen. Und wieder Holz abbauen. So, dann machen wir das einfach so.
Und hier sparen wir eins aus. Tauchen kurz auf. Nehmen da das eine Stück Holz raus. Und dann wird unter der Erde weitergegraben. Das heißt, wir steigen da vorne wieder ein, machen da zu und reißen dann wieder in den Gang ein. So. Kurz Luft holen. Oder? Ja. Ja, 5 ist richtig. 5 in der Breite. Wird jetzt halt eine sehr anstrengende Angelegenheit. Weil wir die ganze Zeit hin und her arbeiten müssen. Wieder was wegnehmen. Und hier was wegnehmen. Und das Holz dort müsste auch, genau, das kann auch noch weg. Und so wird halt jetzt den Gang runtergearbeitet. Erst nehme ich hier eine Reihe Steine raus. Kommt hier eine Reihe Fackeln rein. Dann nehme ich die nächste Reihe Steine raus. Warte mal, darüber müsste jetzt genau wieder Glas sein. Da haben wir Holz. Hier wieder eine Fackel hin. Oh Gott. Wer dachte, dass der Tunnelbau vorher schon anstrengend und nervig sein würde? Das hier schlägt, glaube ich, dem fast den Boden aus. Es ginge theoretisch anders, praktisch will ich es aber nicht anders. Weil weil es halt jetzt so ein designtechnisches Ding ist, weswegen ich das jetzt so baue. Das werdet ihr dann verstehen, wenn es soweit ist. So. Wieder alles einsammeln. Wie viel sind vor 56 Minuten? Sehr schön. Und dann wieder von unten gegenarbeiten. Und das geht jetzt halt den ganzen Gang hier hinter. Thank you.
Ups. Ach scheiße, stimmt ja. Hier drüber ist ja direkt nochmal Wasser. Was da? Ah, hier ist die eine Stelle, die wir freigelassen haben, ne? Genau, fürs Glas. Ah ne, gar nicht. Die absichtlich freigelassene Stelle ist da vorne. Ach cool, wie sich dadurch das Licht hier weiter fortsetzt. Okay, ich habe noch meinen Diamanthelm auf. Ultra Greed? Ja. Und mir geht das Glas aus. Deswegen verlege ich das erstmal hier oben. So. Lass mich hier raus. Und weiter geht's. Okay, ich baue das hier noch alles schnell ab. Und dann bin ich auch schon wieder fertig für heute. Wuhu. Kann ich mir den Scheiß ein anderes Mal antun. Ich krieg grad zu viele Nachrichten, ne? Dann kann ich mir erstmal den Scheiß hier nicht mehr antun, aber dafür auf Nachrichten antworten. Auch toll. Ich brauche hier eine Werkbank. Sticks. Und dann kommt die Wand hier noch raus. Habe ja auch ein bisschen später angefangen. Auch noch ein bisschen Zeit mit Quatschen verbraucht, als ich am Anfang unterbrochen wurde. Ja, kann ich hier nochmal ein bisschen rausarbeiten. Und in eventuell 3 Aufnahmesessions sind wir auch irgendwann im Alpha-Dorf mal angekommen. Aber dann könnt ihr wissen, die U-Bahn-Strecke ins Wüstendorf 2 baue ich nicht sofort weiter. Ich krieg gerade einen echten Vogel, ne? Also auch wenn es befriedigend ist, eine Aufgabe zu haben in Minecraft, ich krieg gerade einen Vogel. Ich krieg eine Meise. Ah, das Schöne ist, ich darf da auch links noch das Holz abbauen, weil da ja Glas hin muss. Oder nee, ich glaube an der Stelle brauche ich das sogar noch nicht abbauen. Sehen wir ja gleich durchs Glas, wenn wir hier zurückgehen, ob das Holz da raus muss oder nicht. Ah, scheiße, es sieht aus, als müsste es da raus. Na gut. So fühle ich mich gerade. Werd hier gleich bekloppt. Werd bekloppt mit dieser Minecraft-Scheiße hier.
Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.